So, und da sind wir auch wieder zurück hier bei Minecraft, mitten im Feldausbau hier. Also so ungefähr habe ich damals übrigens auch bei meinem Hauptspielstand mein Gebiet ausgebaut, indem dass ich da einfach umliegende Seen zugeschüttet habe und daraus einfach mal begehbares Gebiet gemacht habe und da dann Ställe und Co. einfach drauf hab. Wenn mal ein Special kommt, aus welchen Gründen auch immer, werdet ihr es sehen, weil da werde ich dann wahrscheinlich das Minecraft-Special machen mit meinem allerersten. Ach, da war mal wieder so eine bescheuerte Pflanze drauf. Mit meinem, naja, gut, allererster Spielstand war es jetzt nicht, aber es ist der Spielstand, wo ich wirklich am meisten gebaut habe und am meisten rumprobiert habe und der, wo am weitesten, glaube ich, fortgeschritten ist sogar und wo ich ja, am meisten Zeit halt einfach reingesteckt habe. Das ist so der Spielstand und der existiert ja auch noch. Da kann ich dann euch zum Beispiel auch mal dieses kleine abgesteckte Gebiet meiner Mutter zeigen, wo sie damals angefangen hat. Ist nicht groß, ist ganz klein, aber ich halte es dennoch in Ehren, damit sie halt nicht ganz vergessen wird. Ich meine, bei mir wird sie sowieso nicht vergessen werden und bei meiner Familie und so wird sie auch nicht vergessen werden. Aber ja, man kann es eben, es muss nicht sein, dass man dann hergeht und sagt, oh ja, jetzt kann man ja das Ding löschen, das passt schon so oder was. Das nun auch wieder nicht. Wie erwähnt, ist dieser Spielstand halt nur leider ein winzig kleines bisschen, ja, korrupt, sag ich mal, weil ich habe da halt viel rumprobiert, viel ausprobiert und halt auch mit verschiedenen Erzen rumprobiert und verschiedenen Mods und ja, dementsprechend sieht dann halt leider Gottes tatsächlich auch das Ganze aus, dass da diese Wände, wenn man hier zum Beispiel unter der Erde ist und das alles schwarz, sieht man dann halt beispielsweise, dass das hier alles komplett zerfleddert ist und löchrig ist, weil da an den Stellen halt ja Erze generiert wurden, die halt im Nachhinein wieder entfernt wurden, weil eine neue Version oder sowas rauskam oder ich die Mod einfach entfernt habe, etc. etc. Und ja, so ist das halt. Deswegen da bitte nicht wundern, wenn das ein bisschen zerknirscht ist. Ich krieg es leider nicht mehr anders, es sei denn, man kennt eine Mod oder was, die vielleicht diese löchrigen Lücken wieder füllt, der vielleicht die ganzen 1x1 oder so Löcher vielleicht füllt, weil das ist es meistens. Aber ich bezweifle auf irgendeiner Art und Weise, dass es funktioniert, weil aus dem einfachen Grund, wenn man hier irgendwie alle Löcher stopfen würde, würde ja hier draußen auch alles gestopft werden. Oder halt eben die Tunnel und Höhleneingänge, weil das ist ja auch alles Luft, ne? Also das wird schwer, glaube ich. Aber ja, ne, da sieht man halt auch wieder, wie alt einfach dieser Spielstand schon ist. Der existiert seit der 6.4, also seit der Version 6.4, existiert dieser Spielstand und das ist eben schon einiges. Das ist eben schon einiges, wenn ich bedenke, dass wir jetzt aktuell in der 12.2 spielen und es ist halt schon gehöriger Unterschied, ne? Also die Version ist da locker mal doppelt so weit wie zu dem Zeitpunkt. Da gab es beispielsweise noch das alte Kampfsystem, es gab noch keine Schilde, es gab noch keine Lamas und noch keine, ich weiß gar nicht, was es noch alles für Tiere gibt, Kaninchen, da gab es noch keine Kaninchen. Diverse andere Blöcke, ich glaube, Diorit und so gab es damals dann auch noch nicht. Das kam auch erst später dazu. Und dementsprechend, ja, es ist halt schon sehr, sehr alt und es ist halt auch vom Spielprinzip, also von meinem Spielprinzip, ist es schon sehr alt. Das heißt, die ganzen Lagerstätte und
die Baumöglichkeit und was ich da halt gemacht habe, das ist halt komplett anders da, als wie ich zum Beispiel heute baue. Ich baue allerdings schon seit einer ganzen Weile, baue ich eigentlich schon unter der Erde. Aus dem einfachen Grund, und wenn du oberhalb der Erdoberfläche baust, brauchst du sehr viele Materialien. Für die Wände, für die Decken, für den Boden, bla 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 bla. Und wenn du jetzt allerdings, oh guck mal, das machen wir hier noch zu, da haben wir einen Landübergang. Wenn du allerdings unter der Erde baust, kriegst du eigentlich nur kontinuierlich Materialien, weil du musst ja praktisch nur entfernen und das Ganze aushöhlen. So. Du musst das Ganze im Grunde ja nur einfach aushöhlen. Mehr musst du eigentlich nicht machen und dementsprechend kriegst du halt jede Menge Stein und jede Menge Erde und hast du nicht gesehen, was du jetzt beispielsweise, wenn du nur oberhalb der Erdoberfläche baust, überhaupt nicht kriegst. Was natürlich dann doof ist, weil unser Stein- und Erdlager quillt so schon komplett über. Dadurch, dass ich halt komplett wirklich unter der Erde baue. So, und dann machen wir jetzt hier nochmal einen schönen Teich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß ich den immer gemacht habe. Ja, Hundi ist gut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache den jetzt einfach mal 10 mal 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache den jetzt einfach mal so 10 mal 10. Hier könnte der eigentlich auch noch ein Stück... Hier könnte der eigentlich noch ein Stück breiter sein. Entschuldigung, weil das Haus hier eins genauso breit ist dann. Dann haben wir dann zwar 11 mal 11. Aber es sieht schöner aus. So. Und den Rest schütten wir dann auch wieder mit Erde zu. Da können wir ja wieder ein paar Schilfdinger reinsetzen. Na, wobei, ich muss hier auch erstmal alles mit Erde austauschen. Und bei der Gelegenheit mal die Schaufeln reparieren. Oder generell die Werkzeuge mal reparieren. Vorausgesetzt. Was ist das? Liegt da hier was oder ist das oben? Das ist wahrscheinlich oben, ja. Oder unten. Oben oder unten. Oh, und langsam knurrt mir der Magen, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss mir nach der Aufnahme dann erstmal was zu essen reinzwiebeln. Wobei, es ist eigentlich jetzt hier erstmal die zweite von 7 Folgen. Und ich habe die Erde vergessen. Was war das gerade für ein brauner Strich? Hä? Oh, was brauche ich vielleicht? Ich nehme mir mal noch ein bisschen Stein mit. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir den noch brauchen werden. Aber als ich hier runter bin, was war das für ein, da war ein so komischer brauner Strich. Das sah aus, als wäre da jemand mit Namen gewesen, wo dann irgendwie nach unten gefallen wäre. Manchmal ist Minecraft gruselig, obwohl das es eigentlich gar nicht gruselig ist. Es ist eigenartig. Sehr eigenartig kann Minecraft sein. Vor allem nach dieser geistlichen Entdeckung. Und ich habe vergessen... Ach, komm schon, ey. Oder habe ich zufällig den Tinkertisch dabei? Ich habe den Tinkertisch dabei, aber kein Eisen. Ich bin auch schlau. So, dann entfernen wir hier mal das ganze Kies und tauschen das mit Erde aus. Und dann können wir den Schilf auch wieder reinsetzen. Oder das Schilf, den Schilf, das Schilf, egal. Können wir das Schilf oder den Schilf wieder reinsetzen.
Und dann sieht das auch schon schöner aus. Und ich werde diese Kohle jetzt nicht rausziehen, weil ich keine Lust habe, irgendwie ewig mit diesem Bauen da drin zu verbringen. Ups. Er taucht sehr schwerfällig auf, weil hier unten drunter keine Wasserblöcke sind, sondern weil das ja ein fester Block gewesen ist und dadurch fließt ja das Wasser von oben nach unten runter. Und das ist dann natürlich der Grund, warum... Ist das dein Ernst? Jetzt ist das nach unten gefallen oder was? Oder sitzt das jetzt... Nee, das hat sich jetzt alles so an dieser einen Ecke gesammelt. Ich gehe mal ganz kurz runter und schau mal, ob irgendwas von diesem Zeug nach unten gefallen ist. Ne, offenbar nicht. Sehr schön. Hat sich das jetzt alles an dieser einen Station gesetzt? Gesammelt, nicht gesetzt, gesammelt. So, unser Teich ist schon mal fertig, also fast. Und dann können wir hier... Ach, das geht auch nicht mehr. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte das einfach wieder da hinsetzen. Ach, schade. Ich dachte, das würde gehen. Naja, es wäre schön gewesen, aber gut. Aber das setze ich hin, da habe ich wieder ein bisschen Platz. Ein bisschen Teich, wo ein paar Seerosenblätter drauf sind. Das hier wird alles zugeschüttet mit Erde. Also jedenfalls oben die... Ich weiß, das kostet immens Zeit, aber so habe ich das in meinem Hauptspielstand damals auch gemacht. So über die Zeit hinweg einfach alles... So über die Zeit hinweg einfach alles zugemacht. Und, ja. Irgendwann war dann wirklich das Gebiet riesig und flach. Und wir spielen jetzt hier übrigens auf Ebene... Nee, Regenwald. Aber es ist trotzdem nicht hügelig. Im Hauptspielstand habe ich tatsächlich meine ganze Bude und meine ganze Existenz in den extremen Bergen aufgebaut. Und diejenigen, die das von euch auch spielen, die wissen, wie das da... Oh Mann! Hört mal auf! Die wissen, wie das da aussieht. Was für gigantische Berge das waren. Oder sind oder sein können. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Riesengebiet gemacht habe, da gab es ja auch noch keine, da hatte ich auch, ich glaube, noch gar keine großartigen Mods drinne zu Beginn. Weil es gab damals auch noch kein Forge, du musstest alles per Hand installieren. Und das war teilweise sehr, sehr kompliziert und du konntest dann auch nur irgendwie eine Mod drinne haben, weil du nur eine installieren konntest. Und wenn du eine andere installiert hast, dann ging das irgendwie nicht mehr, weil schon eine andere da war. Oder du hast sie überschrieben oder irgendwie so ein Gedönse. Und es war schon komisch. Es war schon komisch. Und da habe ich auch tatsächlich alles, was ich da euch dann später zeigen werde... Alles davon habe ich tatsächlich per Hand ausgehoben. Mit einer ganz normalen Eisenspitzhacke. Mit einer ganz normalen Steinspitzhacke, weil ich einfach zu faul war, das ganze Eisen dafür zu verbraten. Und das hat schon so seine Zeit gedauert, ne? Will ich mal meinen. Also es war dann, ich habe also wochenlang daran gesessen, einen Berg abzubauen. Und ich habe das tatsächlich auch durchgezogen. Jetzt ist man ja so ein bisschen verwöhnt und ich bin jetzt mit der Tinker-Mod total verwöhnt und diesem Flächenabbau und dass du nicht immer dauernd neue Spitzhacken bauen musst, sondern dass du halt wirklich konstant immer eine Spitzhacke hast, die du einfach reppen kannst. Und ich muss mal Eisenbarren mitnehmen. Ich weiß nicht, habe ich hier welche? Nein. Hab ich nicht. Habe
ich denn drüben noch welche? Ansonsten muss ich eben mal eine Portion Eisen schmelzen. Hab ich denn hier noch welche? Auch nicht. Hab ich hier auch nicht. Ja, Mai. Da muss ich ja, habe ich denn hier? Ja, ein bisschen. Da muss ich ja tatsächlich ein paar Eisenblöcke einschmelzen und muss warten. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Oh, und wie ich höre, schleudert meine Waschmaschine gerade. Sehr gut. Das letzte Mal, als ich Kochwäsche gemacht habe, hat sie sich geweigert. Da musste ich tatsächlich den Schleudergang nochmal separat einschalten. Bei den meisten Waschmaschinen ist das ja möglich, dass du dann ein separates Programm fürs Schleudern und so hast. Und bei der Kochwäsche tatsächlich hat sie sich geweigert zu schleudern von sich aus. Und das habe ich dann nochmal extra machen müssen. Aber da ging es dann, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenn ich bedenke, das wäre nicht gegangen. Hä? Hä? Was machst du denn? Bist du doof? Hä? Oh, ich habe einfach mal keinen Bock zu schmelzen. Du bist wie meine Waschmaschine, weißt du? Ich habe einfach mal keinen Bock, das zu schmelzen. Natürlich. Was war denn das eben? Wie unnötig war das denn gerade? Ist da einfach mal das Symbol, als wäre das nicht schmelzbar. Mann, Mann, Mann. Ja, für gewöhnlich reicht das ja einfach, wenn man das nur eingibt. Aber das Problem ist, das wird halt nicht alles einzeln geschmolzen, sondern das wird halt immer als 16er Stack geschmolzen. Und wenn da halt wirklich noch jede Menge Platz ist, finde ich, ist das ein bisschen unnötig. Und so, das lege ich jetzt mal dahin. Ja klar, schmeiß den Tisch weg. Warum nicht? So, erstmal hier, wenn ich schon mal da bin, erstmal alles durchreppen. Und ja, es hat einen Grund, warum ich das alles einzeln mache. Wenn ich das nämlich, ich könnte natürlich auch diese ganze Eisenpackung könnte ich natürlich auch so drauf lassen. Das Problem ist dann, er würde halt dann wirklich so viel Eisen ziehen, wie es dann halt komplett fertig repariert ist, und dann verbrate ich da praktisch einen Eisenbarren, wenn da nur noch irgendwie 1% ist. Und das ist natürlich nicht so toll, ne? Deswegen wird das meistens immer mit einem... Oh, du warst jetzt aber schnell groß, Schnucki. Guck mal, dem guckt die Fackel aus dem Arsch. Der brennt. Es gibt bald Brathuhn. Natürlich ist das nicht... ist das natürlich nicht wirklich so geil, wenn man jetzt... hier muss ich lang. Wenn man jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, 2 Eisenbarren für 101% braucht. Also 100% der komplette Eisenbarren oder nochmal 1% der zweite Eisenbarren. Ist natürlich nicht so geil, ne, wenn das passiert. Deswegen mache ich das lieber mit einem einzigen... Ich brauche noch Erde. Deswegen mache ich das lieber mit einem einzigen Eisenbarren und habe dann ein Stück noch frei, als dass ich da irgendwie umsonst irgendwie einen Eisenbarren verbrate für 1% Reparatur, die am Schluss noch fehlt. Ist natürlich nicht so toll oder wäre nicht so toll, wenn das so ist. Deswegen mache ich das immer gerne einzeln. So, wir haben unser Gebiet schon eigentlich ganz gut abgesteckt. Sieht schon ganz gut aus hier überall. Aber natürlich fehlt da noch einiges. Ach komm, warum ist er denn so schnell? Setzt immer das Zeug oben drauf hier. Mann. Dup, 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 dup.
So, das hier werde ich wahrscheinlich vorher noch rauszuppeln. Da haben wir noch ein paar Seerosen. Die können wir eigentlich so für die Optik auch noch draufsetzen. Weil es sieht eigentlich ganz cool aus. Ich hätte da jetzt halt auch noch gerne so ein bisschen das Schilf drinne. Aber leider kriege ich das nicht mehr reingesetzt. Das finde ich ein bisschen schade. Und offenbar geht das die ganze Zeit. Ist das die ganze Zeit immer nur ein Block bis auf so ein kleines Stück? Da ist es offenbar zwei Block tief. Aber es ist scheinbar wirklich die ganze Zeit nur ein Block. Und das kommt mir eigentlich ganz gelegen. Und es geht eigentlich auch recht flott. Wenn man nicht gerade irgendwie wahllos die Blöcke gerade setzt. Oder wenn die sich gerade mal so wahllos einfach hinsetzen. So wie hier jetzt gerade. Huch. Und es wird sehr viel Erde kosten. Aber danach haben wir dann eine schöne große Fläche für uns, wo wir was mit anfangen können. Die werden wir dann erstmal schön ausleuchten. Und dann werden wir mit einem schicken Zaun werden wir dann unser Gebiet abstecken, werden das dann ausleuchten und dann haben wir dann so ein kleines, sicheres Gebiet. So ein kleines, monsterfreies, sicheres Gebiet, wo wir dann auch draußen irgendwas machen können. Und das ist dann halt echt was ganz anderes, als wenn wir die ganze Zeit immer nur, wenn es dunkel ist, unter der Erde sitzen und eigentlich nichts mehr machen können, weil es gerade dunkel ist und draußen Halligalli im Monsterbereich ist. So, das nehme ich mit. Hier haben wir auch noch ein bisschen. Das nehmen wir auch mit. Na, jetzt hau das doch mal weg. Das nehmen wir auch mit. Man kann nämlich auch mit Lehm, kann man nämlich auch ganz, ganz tolle Wände machen. Aus, ja, ganz, aus Ziegeln halt, ne? Aus ganz normalen Ziegeln halt. Kann man auch sehr viel machen. Sieht auch sehr schön aus übrigens. So Ziegeldächer oder einfach halt aus die Wände. Aber man sollte damit vielleicht nicht unbedingt sehr große Projekte haben. Weil man halt ganz einfach doch sehr großen Bedarf hat an Ziegel. Weil hier droppen erstmal vier Ziegelstücke. Man braucht nicht den ganzen Block, aber man muss die Ziegelstücke, muss man in den Ofen packen und dann werden Ziegel drauf. So einzelne Ziegel und da braucht man dann vier Stück, zweimal zwei, vier Stück zum Craften. Und dann hat man einen Ziegel, wo man dann halt wirklich für Wände oder so nehmen kann. Und dementsprechend, ne, braucht man halt wirklich teilweise Massen, bis man halt einen Raum ausgestattet hat. Deswegen empfiehlt es sich tatsächlich da eher mit diesem Ziegel vielleicht im kleinen Stil eher zu bauen. Gibt mit Sicherheit aber Leute, die machen das im ganz, ganz großen Stil, ist klar. Aber entweder die sind im Kreativmodus oder ermogeln sich das vielleicht auf andere Art und Weise. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute freiwillig irgendwie Stunden damit verbringen, Ziegel zu farmen und Lehm zu farmen, nur um innerhalb von 10 Minuten einen halben Raum damit auszustatten und dann wieder irgendwie 10 Stunden lang unterwegs sind. Weil es wächst ja auch nicht wie Bäume oder wie Gras halt überall, sondern das sind halt tatsächlich immer nur ein paar Stücke. Und ja, es ist halt doof, wenn man da halt ständig immer wieder losziehen muss und das über lange Zeit hinweg, bis man dann da wirklich fertig ist. Also es ist blöd. So, packen wir erstmal hier alles rein. Wir haben ja schon ein paar Seerosen auf unserem Teich, das langt. So, wir holen jetzt hier die nächste Fuhre. Ach ja, und selbstverständlich brauchen wir ja auch wieder was zum Füllen.
Und ich kriege gerade einen Anruf. Ich versuche mal dran zu gehen. Moment.
So, da bin ich auch wieder. Es war O2, die mich schon seit Ewigkeiten versuchen zu erwischen und ich habe den Timer vergessen. Aber gut, die Aufnahme war ja noch, von daher ist es alles in Ordnung. Es tut mir leid, dass ihr hier gerade so ein paar Minuten lang nicht viel mitgekriegt habt. Aber die versuchen mich tatsächlich schon seit 2 Wochen gerade anzurufen. Und diesmal habe ich es gesehen, weil halt noch der Timer halt nebenbei läuft. Und da habe ich halt gesehen, dass sie gerade anrufen. Deswegen dachte ich mir, ach komm, du gehst jetzt einfach mal ran. Hab's halt stumm geschaltet, hab das Mikro halt gerade stumm geschaltet, weil es muss ja nicht jeder mitkriegen. Was war das hier gerade? Ich habe hier gerade auf der Karte irgendwas gesehen. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was sie da wollten, aber die haben halt nur so einen Datenabgleich gemacht, ob die Adresse noch stimmt, ob der Name stimmt, ob halt die, ob ich zufrieden bin, etc. Das haben die halt erfragt. Ich mache jetzt halt mal so 1-2 Minuten, mache ich hier jetzt noch weiter, um das auszugleichen, dass sie halt jetzt so ein paar Minuten lang gerade auf mich warten musste. Und, ja, es tut mir leid, ich hätte die Aufnahme dafür auch unterbrechen können, aber das war jetzt nicht sonderlich nötig. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt eine Dreiviertelstunde, dass das Gespräch jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde gehen würde oder so. Das ist ja nicht der Fall, von daher habe ich mir gedacht, lässt einfach mal laufen. Weil die legen leider Gottes auch relativ schnell auf, muss ich sagen. Die lassen das immer nur ein, ja, was heißt ein, zweimal klingeln, aber das sind meistens nur so 10 Sekunden, wo die es klingeln lassen und dann sind es auch schon wieder weg, weil die haben ja schließlich auch noch ihre anderen Kunden abzutelefonieren. Und ja. Und bevor ihr fragt, oh, Datenabgleich, gefährlich, woher willst du wissen, dass das wirklich O2 gewesen ist? Ich kenne die Nummer. Außerdem haben die mir eine SMS geschickt, dass sie da anrufen wegen dem neuen Datenschutzgesetz und so und dass sie das abgleichen müssen. Und dementsprechend, ach nee, das ist Stein. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwo Ding vergessen. Aber die haben halt wegen dem Datenschutzgesetz mussten sie halt das halt aktualisieren und nachfragen. Und ich kenne auch die Nummer. Die Nummer hat mich, die ruft mich beispielsweise, die Nummer, von, also von dieser O2-Nummer werde ich beispielsweise immer angerufen, wenn der Vertrag bald ausläuft, wegen neuen Konditionen, damit ich auch da bleibe, etc. Oder die Nummer rufe ich, habe ich auch schon zurückgerufen, wenn sie mich nicht richtig erwischt hatten oder knapp verpasst hatten. Ist also auch kein Thema. Und deswegen dachte ich jetzt, die probieren es wirklich schon seit Wochen und haben aber tatsächlich entweder immer während der Aufnahme angerufen, wenn ich ein Nickerchen gehalten habe, wenn ich unterwegs gewesen bin, etc. Oder wenn ich beispielsweise bei WoW gerade unterwegs war mit ein paar Leuten in einer Raid, um irgendwelche Erfolge nachzuholen oder so. Da kann ich ja auch nicht einfach sagen, mitten im Bosskampf oder so, sorry, ich kann gerade nicht. Mich ruft gerade mein Telefonanbieter an, weil die irgendwas für einen Datenaustausch haben wollen. Da kann ich auch nicht einfach sagen, ich bin jetzt gerade mal AFK. Das geht natürlich nicht. Deswegen mussten die dann halt leider immer zurückstehen. Aber deswegen dachte ich mir, jetzt komm, jetzt gehst du schnell ran. Ging ja Gott sei Dank sehr schnell. Und ich glaube, hätte diese Frau noch schneller am Telefon geredet, dann hätte sie irgendwann mal einen Knoten in der Zunge gehabt. Weil die hat das halt wirklich so runtergeleiert halt. Ne? Die hat das vor sich liegen gehabt, wahrscheinlich als Text, hat das dann runtergeleiert. Und ich meine, gut, das muss wahrscheinlich noch bei vielen anderen Kunden machen. Und es war halt so eins, ja, sie haben das und das und das und sie machen das und das und das. Sind sie damit einverstanden? Und das wird halt aufgezeichnet. Und nein, das ist kein Dingens, wo man irgendwas aufgeschwatzt kriegt. Jetzt ist die Erde doch schon wieder weg. Oh nein, ja, kein Wunder, dass die Erde weg ist. Ich habe die Erde hier reingesetzt. Wollte ich eigentlich mit Stein füllen, aber gut. Und es ist übrigens kein Betrügergespräch gewesen, weil, wie schon erwähnt, diese Nummer ist zurückverfolgbar. Sie ist zurückrufbar. Und ich kenne diese Nummer auch schon seit mindestens 4 Jahren. Also von daher passiert da nichts. Und ich sehe aber gerade schon wieder, ich bin schon wieder halb verhungert. Das gibt's doch gar nicht. Das geht ja unfassbar schnell. Jetzt esse ich mal ein paar Tacos. Und dann müsste das auch wieder ganz gut aussehen. Und bei wie vielen Minuten bin ich denn jetzt?
Ja, 35 Minuten. Ich denke mal, das kann ich jetzt so lassen. Und würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Ne? Also tschüss.